Hallo Leute, hier ist wieder euer Garthold. Willkommen zurück zu Let's Play Ghostmasters. Ja, ich habe gerade eben eine Aufnahme ziemlich verkackt und deshalb werdet ihr die auch nie sehen. In der Aufnahme ist im Endeffekt nicht viel dabei rausgekommen, außer dass wir das Ghoulzimmer nochmal betreten haben und ich habe ein paar Geister aufgelevelt. Das ist aber im Endeffekt auch nicht sonderlich spannend. Wir spielen Was spukt über das Kokosnest? Es ist an der Zeit, uns dem gefangenen Darkling zuzuwenden. Der stolze Geist ist im Irrenhaus von Grafenwill eingekerkert. Wir nehmen astrale Stationen in der Anstalt wahr. Wenn du diese durchdrungen hast, stelle die genaue Beschaffenheit von Darklings Kerker fest und lege ihn lahm. Anschließend übe angemessene Rache an den Sterblichen. So, wir wollen mitnehmen. Ich nehme Buck mit. Also, was ich noch sagen wollte, eigentlich würde heute auf Orcs and Man drankommen, aber, ich hatte irgendwie nicht so wirklich Lust und ich würde gerne hier jetzt einfach diese Mission spielen und deshalb spielen wir das hier. Ich nehme Daydreamer und Hypnos mit. Dann nehme ich Harriet mit, die im Übrigen von mir noch irgendeine Fähigkeit bekommen hat. Ich weiß nicht mal welche. Kann auch sein, dass es ein anderer war. Die nehmen wir mit, die gute. Wir nehmen Storm Talon mit. Wir nehmen mit... Wir nehmen Hogwash mit, einfach nur weil dieser Effekt ganz cool ist. Dann nehmen wir mit. Was kannst du? Horror, Kotzreiz, Ruhe, Grauen, Schiver. Nee. Du konntest doch Besessenheit, ne? Genau. Wir nehmen Knuckles mit. Da wir auch mal was machen. Und wir nehmen. Der Windwalker wird übrigens wahrscheinlich keinen Einsatz finden bei mir, weil ich mag ihn nicht und ich finde auch, er ist irgendwie nicht sonderlich wichtig. Wir nehmen Weatherwitch mit. Dringe in das Irrenhaus ein, befreie Darkling und leere das gesamte Krankenhaus. So, ja, ein bisschen was zu tun. Hier haben wir den Darkling. Sterbliche Dummkopf, der von sich behauptet, meine Majestät zu verehren. Als ob ich Treue von den Würmern der Erde verlangte. Hat mich an diesen mystischen Apparat gefesselt. Womöglich will er meine Macht zugunsten seiner größenwahnsinnigen Ziele untergraben. Die sterbliche Welt wird von meiner finsteren Herrschaft vernichtet werden. Aber ich lasse meine Souveränität nicht von diesen verwünschten Strahlen, die mich in die Falle locken wollen, bedrohen. Ja, wir haben hier den Darkling, der ein bisschen angepisst ist. Ziel der Mission ist es, alle fünf von diesen Typen hier aus dem Knast zu holen und, ja, aus dem Knast zu holen. Und wir sind wieder im Krankenhaus. Hooray! So, Bright ist übrigens nicht mehr da. Keine Ahnung, wo die ist. Die ist wahrscheinlich tot oder, ja gut, sie ist tot, sie ist ein Geist, aber, ist mir aber auch wurscht, ganz ehrlich. So, als erstes möchte ich zu Kelvin. Wo bist du, Kevin? Da bist du, Kevin. Hallo, Kevin. Kevin bekommt den hier. Damit der mir nicht wegrennt, weil das ist die primäre Fessel für sie. Sie macht mir mal ein trojanisches Pferd. Und... Was ist das jetzt? Keine Ahnung. Du machst mir mal einen Glücksbringer, Mädel. Oder auch nicht. Wenn du keine Lust hast, auch gut. So, ich binde Knuckles, binde ich gerade mal zu Pferd. Oh. Und mach mal einen Angstschock. Ich brauche ein paar Punkte. Sehr gut, sie schläft. Das heißt, wir binden sie daran. Ihn, sie. Ja, der hebt es auf und sagen Schlafwandler. Das ist nämlich ganz gut, weil die ist jetzt unterwegs. Und damit haben wir einen, der oben durch diese Barrikaden, weil wir kennen diese Barrikaden ja schon, kann er durchkommen. Harriet im Übrigen auch, aber
Das Kind geht dann nicht hoch. Oh, ihr steht da so schön. Moment. Hogwash, mach mal Starkschwung. Starkstrom. Mehr Strom. Okay. Gut, danke. Wo ist sie denn? Wo läuft sie noch rum? Ach, da. So, da ist eine zweite Person. Oder auch nicht? Eingeschlafen. Da können wir Daydreamer dran setzen und auch ihm sagen, Schlafwandler. Damit haben wir nämlich zwei unterwegs. Leider gehen die meisten, gehen die ziemlich random rum. Es kann also sein, dass das ewig dauert, bis die nach oben kommen und hier die Türen öffnen. Deshalb ist es auch, glaube ich, gut, wenn wir das Personal verwenden, weil die das halt machen. Knuckles. Mal hier dran. Und macht eine Besessenheit. Beziehungsweise, ja doch. Und er besetzt mich. Ah, doch. Jetzt. Panik. Der hat keine Ahnung, was er macht, Gott. So. Ja, wie gesagt, unter diese Barrikade reinzukommen, ist eine etwas schwerere Sache. Da ich die Punkte brauche, werde ich jetzt einfach mal hier Bugs setzen und sagen Kampfgeschwader. Was ist denn das gewesen gerade? Bin hier mal da dran. So. So. Bug, komm du mal nicht herunter. Dichter Schwarm. Einfach, das mache ich einfach nur für ein paar Punkte, weil ich muss sie ja sowieso vertreiben im Endeffekt, also. Hetzen wir mal hier. Befehle. Wenn Sterbliche zu viel gegen sind, Befehle. Du darfst umher schreiben. Gut. Damit haben wir einen sicheren Punktegenerator. Und ich hoffe ja mal, dass die hier echt nach oben gehen, die Schlafwandler. Ja, das. Ihr seid witzig. Nein, nicht in die Richtung. Es ist halt. Ja. Auf die Bank. Sirengesang. Bringt's was? Irgendwie nicht so. Wie gesagt, ich muss hier unter runter. Also bis die Typen, die was machen können, das auch machen. Ja, da wird schon noch was vergehen an Zeit. Gar nichts. Kräfte. Donnerschlag. Welche können wir denn erschrecken? Nicht? Wie gesagt, sie müssen hier rein. Das ist aber gar nicht so einfach, wie man denkt. Da ist Harrod unterwegs. Du machst mal Gestaltung. Da.
So, wer kriegt denn den Topsusanfall? Oh, das Kind kriegt den Topsusanfall. Seht ihr, wie er tobt? Na toll, jetzt haben wir ein schlafendes Kind. Wow. So, Leute. Nein. Oh, ich hasse das. Das ist das Problem an dieser Mission. Da oben hinzukommen. Ich meine, ich kann Harrod noch... Ich kann es ja eigentlich nur an das Kind schicken hier. An das eine Kind. Deshalb, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich die Mission gescheit machen soll. Deshalb mag ich sie auch nicht. Aber sie muss gemacht werden. So. Starkstrom. Wie gesagt, geh doch mal nach oben, aber ich kann denen leider nicht sagen, geh da hin. Moment. Kannst du mir vielleicht durch eine Obsession irgendwo hinführen, mich irgendwo hinbringen? Indem du einfach mal oben die Leute anlockst. Starkstrom. Hier geht zumindest mal hoch. Mir das was bringt? Keine Ahnung. Wo ist das Kind? Das liegt im Bett und schläft. Und hat Angst vor Feuer. Okay. Schaltwandler. Die schicke ich mal ganz kurz auf die Bank. Wieso darf ich nicht Horroranblick einsetzen? Das ist doch 320, habe ich doch. Habe ich noch. Achso, Moment, ich habe. Ah ja. Kannst du mal aufhören? Ich kann es leider nicht ausschalten, sonst hört das Ding auf. Die die Gestaltwandler-Dings. Gut. Hab ich noch einen Schlafenden? Nee. Der? Oh, der ist übrigens wahnsinnig. Okay, Moment. Panik. Was macht er da? Sport? Hör auf damit! Tobsuchtsanfall! Es tobt halt!
macht er die Tür auf? Ja toll, jetzt macht er die Tür auf. Macht die anderen auf. Oh, du Drecksack. So, damit wären die da mal ganz schön wahnsinnig geworden. Aber das hilft mir jetzt gerade auch nicht viel. Den da mal da dran. Und sagen... Trojanisches Pferd. Hier dran. Für einen Angstschock. Halt doch nicht aufs Kind. Du Vollhorst. So. Ja, Moment, doch, ich kann es benutzen. Nicht so gut. Was ist das Kind? Irgendwie weggeglitscht. Ah. Kommt bestimmt wieder. Sicherung durchspannen. Du haust mir mal da noch einen Stromausfall hinterher. So. Übrigens ein Krankenhaus ohne Stromgenerator, aber der Fernseher geht noch. Das ist gut. Keine Ahnung, wie der rausgekommen ist. Oh, der Professor hat ihn rausgelassen. Okay. Du schlaf mal. Die will aber auch nicht schlafen, ne? Schlafwandler. Das Kind soll einfach mal schlafen. Classic Shank. So. Obsession. Bringt's eigentlich was, wenn ich Bark hier binde?
Nee, das bringt überhaupt nichts. Weil er keine Stromstreifen. Das denn oder herschreiben? Mach belieben. Da ist gerade wieder einer eingeschlafen. Ja, mein Gott, er ist wieder aufgestanden. Also wird da oben auch hin und her gejagt. Die Frage ist, kann ich dieses Kraftfeld irgendwie abschalten? Ich glaube nicht, ne? Weil ich habe auch keinen Generator dazu. Überleg den Leichnam. Toll. Kann ich irgendwo im Dach oder kann ich irgendwie von unten? Hier irgendwie? Irgendwas? Hier irgendwie das Ding da zerleg? Ja, mal ausprobieren. Was passiert, wenn ich das Ding mit Starkstrom? Dann Stromausfall. Regen. Wasser hilft ja immer bei. Nicht? Okay, der Versuch war's wert. Wie gesagt, ich muss irgendwie da oben das. Guck ich mal hier hin und macht mir noch ein trojanisches Pferd. Der Junge ist auch nicht mehr da. Der ist irgendwie disappeared. Er ist jetzt auch ein Geist. Okay. Die rennen da unten rum. Ich will die gar nicht, dass die da unten rumrennen. Ich will, dass die da oben rumrennen. Kann ich jetzt mit Obsession ihn hier hoch? Sehr gut. Wird angelockt. Das ist schon mal ganz gut. Ich hätte dran binden können. Wahrscheinlich, ja. Das wäre ziemlich sinnvoll gewesen. Ach, scheiße. Hier sitzt einfach nicht ein. Hi. Sitzen keine Kräfte ein.
Na super. Er sitzt gerade rein. Ah, wahrscheinlich, weil sie gerade direkt im Gang steht. Hör mal auf mit den Kräften. Der kann es nicht mitnehmen, der hat die Arme gefesselt. Es sind übrigens noch zwei. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Keine Ahnung. Irgendwas ist wieder passiert, aber... Gut. Hey, mein Schlafanlässer. Sehr cool. Er läuft zwar ein bisschen komisch, aber gut. Der geht auch hoch, das ist auch gut. Du, nimm das doch mit. Bitte. Bitte. So. Was denn eigentlich? Oh, Überwachungsvideos. Das ist ganz okay. Das sieht gut aus, denke ich. Oh, sehr gut, danke. Danke, danke, danke. Du machst mir mal einen Gestalter, Leo. Das war super intelligent. Hopp, macht nicht die Tür. Nicht die Tür. Diese Tür. Nein, nicht die. Oh. Du Vollidiot. Das war super intelligent von mir immer wieder. Ich kann hier draußen, kann ich auf jeden Fall noch Geschenke machen, das ist ganz okay. So. Gut. Alter, warum geht ihr mit da rein? Bis dann. So, die beiden sind jetzt wieder weg. Auch gut. Mach ich mir eine Obsession. Hier dreht wieder durch. Okay. Weißt du, die gehen so random. Mach die Tür auf. Macht eine von den beiden Türen auf. Genau. Gutes Frau. Die meisten Strahlen haben aufgehört. Einer der Anstaltsinsassen ist jedoch unfähig, sich zu bewegen. Finde einen anderen Weg, den letzten Strahlen lahmzulegen. Oh.
Ich würde sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an und dann werden wir sehen, was wir gegen den Kerl da machen. Bis gleich.